Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Es gab wieder neue Informationen von Wargaming zu Änderungen an der Spielmechanik und an Testschiffen. Und das wollen wir euch jetzt hier wieder kurz und kompakt zusammenfassen. Es sind gar nicht so viele Änderungen, aber ich möchte euch trotz alledem mal so ein bisschen meine Gedankengänge dazu mitteilen. Fangen wir erstmal mit den Italienern an, und zwar bei den SAP-Granaten. Da gibt es Änderungen. Von der Tierstufe 3 bis zur Tierstufe 9 hoch sind die Abprallwinkel ja im Moment noch, bevor diese Änderung integriert wird, wie folgt. Wenn die Granate, die SAP-Granate, nicht die Panzerung overmatcht, ne, also 14,3-mal größer ist als die Panzerung, auf die sie trifft, dann gibt es Abprallwinkel. Und zwar von 90 bis 80 Grad garantierter Abpraller. Gar keine Chance auf Penetration. Und von 80 bis 65 Grad gibt die Chance der Penetration. Das ist dann RNG-lastig. Manche gehen durch, manche gehen nicht durch und kommen dann halt zu der nächsten Abfrage, nämlich: Ey, du Panzerung, bist du denn dicker als 54 mm? Wenn ja, okay, dann breche ich ab, sozusagen. Also die Granate fliegt dagegen, penetriert aber nicht und fällt ins Wasser und macht keinen Schaden. Und bist du Panzerung dünner? Ja, bin ich. Okay, ich penetriere dich und mache dann halt ein Drittel Alpha Damage, ne? Von den 4850 Punkten. So ungefähr läuft die Mechanik jetzt ab. In Zukunft läuft die Mechanik geringfügig anders ab, denn der Abprallwinkel oder die Chance auf Penetration wird verändert. Nämlich nicht mehr von 80 bis 65 Grad, sondern von 80 bis 70 Grad. Das heißt, ihr kommt viel früher in den Bereich, also 5 Grad früher in den Bereich, wo ihr quasi direkt die Penetrationsabfrage bekommt. Ja, wo ihr nicht mehr diese Chance auf Penetration nur habt, sondern also die Chance auf Abprallen habt, so rum ist richtig, sondern viel früher, also 5 Grad früher, könnt ihr die gegnerische Schiff, die Panzerung, dann schon direkt mit der Penetrationsabfrage konfrontieren, wenn man dazu sagen möchte. Das ist eine Verbesserung für alle Schiffe von der Tierstufe 3 bis Tierstufe 9, weil ihr einfach auch teilweise auch ungünstigeren Winkeln einfach, ja, keinen Abpraller mehr generiert oder weniger zumindest. Ja. Das ist die Info, die ich euch dazu geben kann. Und ich möchte nochmal ganz kurz darauf hinweisen, weil es ja auch immer wieder so auch Fragen bei uns in den Livestreams gibt. Wie funktioniert es mit SAP? Warum macht SAP so wenig Schaden? Und so eine ganzen Sachen. Zum Ersten möchte ich ganz klar darauf hinweisen, wir haben hier 203 mm Kanonen. Und jedes Mal, wenn ihr ein italienisches Schiff freischaltet, dann müsst ihr gucken. Und zwar bei den Hauptgeschützen in den vierten Eintrag von oben. Da seht ihr ja, wie gesagt, Ladezeit, maximale Streuung und so weiter. Und der vierte Eintrag ist dann Panzerungsdurchschlagskraft der SAP-Granate 54 mm. Und das ist euer Wert, den ihr mit euch rumtragt. Und zwar ab der Tierstufe 6. Denn ab der Tierstufe, denn davor, da haben wir ja hier die Monte Cuccoli. Und da haben wir 152 mm. Da penetriert ihr nur 42 mm. Also ganz, ganz wichtig. Diese Werte müsst ihr im Kopf haben: 42 oder 54 mm. Und wenn ihr dann unterwegs seid, mit dem Gegner sozusagen, und ihr auf ein T5-Schiff trefft, nehmen wir mal die Giulio Cesare jetzt einfach mal so aus Spaß an der Freude. Ja, und wir wissen ja jetzt, unser T5-Schiff Monte Coccoli macht 42 mm und die Giulio Cesare hat hier vorne nur 19 mm. Und damit bedeutet das, dass ihr da penetriert. Und zwar halt in diesen verbesserten Winkeln, wie ich sie euch eben gerade gesagt habe. Trefft ihr aber zum Beispiel hier, passiert da nichts. Ja, hier oben drauf passiert auch nichts, ne? 43 mm haben wir hier, 42 penetriert ihr aber nur. Ja, hier alles, was blau ist, da würdet ihr wieder durchkommen. Ja, hier auf den Aufbauten, hier aber wiederum nicht. Der Turm ist zu dick gepanzert. Ja, oder hier die Hauptbatterielafetten, alle sowas, ne? Also ihr müsst ganz genau aufpassen, wohin ihr mit SAP schießt. Und bei der Trento, da haben wir ja die 203 mm Geschütze. 54 mm Panzerung wird dadurch schlagen, ja. Und wenn wir uns dann mal als Gegner die Roma jetzt angucken, du kannst ja mit einem T6 auch in ein T8-Gefecht kommen, dann haben wir hier vorne 32 mm, oben auf dem Deck eben auch, würdet ihr also penetrieren, logischerweise. Hier sind es 45, kommt ihr auch durch. Hier kommt ihr auch fast komplett durch, da sind es dann 60, da nicht mehr, da wieder, da nicht mehr. Ja, auf den Geschütztürmen oben drauf brauchen wir es gar nicht probieren, die sind viel zu dick. Hier kommen wir natürlich auch durch. Aber hier an der Seite zum Beispiel nicht. Also wenn ihr von der Seite schießt, schießt nicht dahin. Ihr müsst dahin schießen. Ne? Das ist nur mal so eine Information. Viele von euch wissen das vielleicht, der eine oder andere nicht. Und jetzt habt ihr nochmal eine Visualisierung zu den italienischen SAP-Granaten gehabt, worauf es ankommt. Und wenn ihr bestimmte Gegner habt und euch wundert, warum er da abprallt, dann guckt einfach nochmal in den Hafen, geht in den Forschungsbaum, wählt euch euer Schiff aus und lasst euch einfach anzeigen, wenn ihr es noch nicht im Hafen habt. Die Panzerung könnt ihr euch trotzdem immer angucken.
Ja, auch für Schiffe, die ihr noch nicht im Hafen habt. Also zum Beispiel bei mir werdet jetzt hier die UdSSR. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal die Chabarowsk. Ja, ihr seht, bei den Russen bin ich noch gar nicht so weit. Ne? Aber trotzdem kann ich mir hier anzeigen lassen, wie die Schiff gepanzert ist. Also ihr könnt da lernen, ja, um euren Schaden auf diesem Schiffstyp dann zu verbessern, wenn ihr den mal wieder als Gegner habt. So, und dann kommen wir zu Mainz, dem T8 Premium leichten Kreuzer der Deutschen in dem Spiel. Das erste Schiff dieser Art überhaupt. Und ja, da gab es ja sehr viel gespaltene Meinung. Ich war jetzt eigentlich eher ein Fan des Schiffes, auch so wie es jetzt schon war. Fand ich persönlich nicht total verkehrt. Ja, ich fand es gut. Ja, so eine 2,1 bis 2,5 irgendwo da hat die sich so angesiedelt, würde ich sagen, so von meinem innerlichen Bewertungssystem her. Und das habe ich euch im Ersteindruck ja auch damals gesagt. Auch damals im Ersteindruck haben wir schon darüber philosophiert, wie man die Mainz vielleicht verbessern könnte ein Stück weit. Und ja, wir sind dann im Laufe der Livestreams, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, immer weiter auf weitere Ideen gekommen. Man könnte jetzt zum Beispiel den Alpha-Damage der HE-Granate um 200 Punkte verbessern. Das wird eine ganze Menge bringen, weil ihr habt ja eine ganze Menge Granaten. Ne? 6 vorne, 6 hinten sind 12 Granaten, die ihr da abfeuern könnt im Optimalfall. Also 200 Alpha-Damage-Punkte mehr wäre schon eine gewisse Nummer. Wir hatten darüber philosophiert, eventuell die Brandwahrscheinlichkeit der Granaten zu steigern. Oder es wurde auch gesagt, ey, eine Reparaturmannschaft wird der Mainz sehr, sehr gut stehen. Ja? Gut. Wargamer hat sich entschieden. Und zwar für nichts dergleichen. Ja? Wir haben uns nämlich hier die Mühe gemacht, haben den Artikel übersetzt auf unserer Facebook-Seite. Und ja, am Ende wird die Nachladezeit der Hauptgeschütze verändert. Nämlich von 7,5 Sekunden runter auf 6 Sekunden. Ihr habt jetzt quasi keine Königsberg-Geschütze mehr, sondern eben Nürnberg-Geschütze, wenn man so sagen will. Die aber weiter schießen, nämlich 17,5 Kilometer, das wird beibehalten. Es geht nur noch, es geht nur um die Nachladezeit, die da verringert wurde. Das heißt, ihr macht mehr Damage per Second. Ja, also mehr Damage pro Sekunde oder mehr Damage pro Minute, je nachdem, wie man rechnen will. Das erfordert natürlich, dass ihr auch eine Menge Gegner habt und die ganze Zeit am Schießen seid. Ja, logischerweise. Ne? Wenn ihr, wenn ein Gegner nur 10 Sekunden aufgeht, dann könnt ihr halt auch nur zwei, also eine Salve und eine blinde Salve abschießen, wenn man dazu sagen möchte. Ja, deswegen ist der Trigger, die Abhängigkeit davoneinander ein bisschen interessanter, weil sonst hätte man ja die Nachladezeit auch behalten können, zum Beispiel die 7,5 Sekunden, und hätte dann gesagt, ja, wir erhöhen aber den Alpha-Damage der Granate. Dann hätte man ja quasi in der gleichen Zeit, also diesen 7,5 Sekunden, mehr Schaden gemacht. Jetzt hat man eben, ja, halt häufigere Schüsse und versucht dadurch den Damage des Schiffes zu steigern. Ich bin gespannt. Wir werden die zweite Iteration, wenn sie dann verfügbar ist, natürlich hier wieder in den Livestreams, in Videos und so weiter wiederfinden. Und ich werde euch dann auch wieder dazu meine Meinung präsentieren. Und dann kommen wir zu dem dritten, ja, zu der dritten Änderung, zu dem dritten Schiff sozusagen in diesem Ausblick. Und das ist die Puerto Rico. Denn auch bei diesem Schiff gibt es Änderungen in World of Warships, und die überraschen mich jetzt schon, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ich fand die Puerto Rico so, wie sie jetzt mit der zweiten Iteration war, mit dem erhöhten Sigma-Wert auf 2.2 wurde ja hier eingebaut, hätte ich jetzt gedacht, okay, dann sagt Wargaming, das ist gut, die Balance ist gut. Für mich fühlte sich dieses Schiff wirklich ziemlich, ziemlich gut an. Also muss ich ganz klar sagen, fühlt sich wirklich als Pendant zur Stalingrad gut an. Das habe ich ja auch schon gesagt gehabt. Also es ist wirklich eine deutliche Verbesserung gewesen, und damit konnte ich auch viel konsistenter mit dem Schiff umgehen, konsistenter Schaden machen. Also nachvollziehbar für mich. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ja, alles klar, so funktioniert das Schiff, so muss man das fahren und so weiter. Man hat irgendwie mehr Feedback bekommen mit dem Schiff. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, das ist jetzt eine rein emotionale Beurteilung. Aber ja, Wargaming hat sich dazu entschieden, hier noch weitere Änderungen durchzuführen, und zwar bei der Verborgenheit des Schiffes. Die ursprüngliche Verborgenheit beträgt 17,6 Kilometer. Die kann man runterskillen jetzt, also das hier sind noch die alten Werte, die ihr hier seht, auf 13,8 Kilometer. Die neue Verborgenheit des Schiffes wird 16,56 Kilometer betragen. Also quasi ein Kilometer geringer sein. Ne? Das heißt, wir kommen hier dann auf wahrscheinlich so um die 13 Kilometer, weil das sind ja Prozentangaben. Das heißt, das geht nicht ganz genau ein Kilometer jetzt auch weiter runter mit Erkennbarkeit zu Wasser. Aber
Ja, wir werden so bei 12, 9, 13 Kilometer werden wir jetzt ungefähr liegen, wenn ihr komplett auf Tarnung baut. Ne? Heißt, wir gewinnen hier 800 Meter. Und der nächste Punkt ist die Erkennbarkeit zur Luft. Wird von 11,86 Kilometer reduziert auf 11,16 Kilometer. Auch da wird es dann hier ja, wahrscheinlich eine Reduzierung so um 600 Meter geben ungefähr oder 400 Meter. In dem Bereich seid ihr dann zur Luft nur noch zu erkennen. Heißt, der Speckgürtel für den Flugzeugträger, wenn er euch anfliegt, wird geringer. Denn eure Flak geht ja auch relativ weit. Ne? Ihr seid ja hier bis 6 Kilometer mit der Flak-Reichweite ausgestattet. Also sind zwar nur 300, 400, 500 Meter, können aber unter Umständen halt den Unterschied ausmachen. Und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt, und zwar das Schießen der Hauptgeschütze im Nebel. Jetzt steht hier 14,3, das wird reduziert auf 13,15. Also geht ihr auch da über 1 Kilometer geringer auf, wenn ihr im Nebel steht und mit der Puerto Rico den Gegner beschießt. Aber wichtig ist, denkt daran, das betrifft nur die Hauptgeschütze ausschließlich. So, das sind jetzt so die Sachen, die sich ändern. Für mich ist die Puerto Rico-Änderung eine überraschende Änderung und macht sie, glaube ich, noch stärker, meiner Meinung nach. Ich bin mal gespannt, die dann so zu fahren. Ja, man muss diese Verborgenheit, die Schichten ja auch alle einblenden und ausnutzen, also im Kopf einblenden und ausnutzen können. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, wie ihr diese drei Änderungen findet. Freut ihr euch drauf, diese Schiffe zu sehen, oder wollt ihr lieber doch eine komplett andere Änderung haben? Oder ja, versteht ihr überhaupt nicht, warum die Schiffe jetzt nochmal geändert werden, weil sie doch gut waren oder keine Ahnung was? Würde mich auf jeden Fall sehr freuen über eure konstruktiven Kommentare. Wenn es euch Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gerne ein Abonnement und eine Weiterempfehlung, wenn ihr uns hier toll findet, was wir tun und uns unterstützen wollt. Ne? Und dann sage ich jetzt vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.